again. Ja, ich mach das. Bleiben wir noch ein bisschen hier. Wollen wir noch ein bisschen hier bleiben? Ja, wenn Sie jetzt alle Nein gerufen hätten, dann wäre das die kürzeste Show aller Zeiten geworden. Viel zu kurz für hinreißende, für herrliche Musik, für großartige Interpreten, für viel Stimmung, für tolle Stimmung und natürlich gute Laune, die Sie alle mitgebracht haben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Friedrich-Ebert-Halle. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer zu Hause. Es gibt ja Showmaster, die begrüßen am Anfang einer Sendung ihre Zuschauer in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Luxemburg und in Belgien und in Holland und in Dänemark und ich weiß nicht, wo sonst noch überall. Ich mache das mir heute Abend mal etwas leichter. Aus der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen begrüße ich alle Pfälzer! Ja, und wir aus der Pfalz, wir grüßen den Rest der Welt! Ja.
wollen wir dem Rest der Welt mal zeigen, wie man es hier versteht, in Ludwigshafen so einen Abend lang so richtig einen drauf zu machen? Und wenn einer kein Bier mehr hat, dann lass das mal den Toni machen. Ja. Toni, wo ist er denn? Ja. Was ist denn los? Toni, meine Lieben, wo klemmst du denn? Karl? Du bist ja völlig falsch angezogen. Wie kommst du denn darauf? Du solltest so ein buntes Hemd tragen. Wahnsinnig. So eine Blumenkette und so ein Baströckchen, damit du tanzen kannst. So macht man das in Hawaii. Wir sind doch hier in Hawaii, hör mal, wir sind hier in Ludwigshafen. Aber es gibt kein Bier auf Hawaii, ja? Und hier ja wohl auch nicht. Es ist ja allerhand. Hans. Sowas ist mir noch nie passiert. Was klemmst du denn bei dir? Schau her, Toni, was ich in meinem Kriegel drin gefunden habe. Eine Fliege? Nein, viel schlimmer. Schau gleich. Ein Haar von der Bedienung? Viel schlimmer. Schau halt rein. Ist doch gar nichts drin. Halt. Ja, nichts drin in einem Kriegel. Das ist für München das Schlimmste, was einem passieren kann. Ich sage es euch. Ich werde es euch einmal merken. Nee. Aber ich habe nichts zu meckern, Toni. Ich habe nichts zu kämpfen. Hast du was zu meckern? Nein, ich habe gute Laune heute. Ich könnte von jedem 5 Mark annehmen hier. Ehrlich. Rundum, du. Ich kam hier an mit meinem Auto, mit meiner Blechschleuder, weißt du, mit meinem rollenden Umweltverschmutzer kam ich hier an. Da stand einer am Zubringer an der Autobahn mit der Daumenbewegung. Können Sie mich mitnehmen? Ich sage, dann machen Sie mal den Mund auf. Ah! Ich sag weiter, ich sag noch weiter, sagt er, weiter geht nicht. Ich sag, dann kann ich Sie auch nicht mitnehmen, Sie passen nicht auf meine Anhängerkupplung. So, Toni, und nun hier, sieh mal zu. Okay. Sieh mal zu. Okay, bleib mal alle schön ruhig. Ich sorge dafür, dass ihr alle was zu trinken kriegt. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das ist ja unser feuchtfröhlicher Stammtisch und diese 5 munteren, fröhlichen Gesellen, das sind alles meine Brüder. Meine Stammtischbrüder. Sie haben sich sicher längst erkannt. Karl Dahl. Fip Asmussen. Und das ist der Hansi, das ist der Waki und das ist der Schorsch. Die 3 lustigen Moosacher. Ja, liebe Freunde, was wäre eine kleine, urige Kneipe, ein fröhliches Lokal ohne Stammtisch? Das wäre wie ein Jahr ohne Frühling oder wie ein Frühling ohne Lieder. Ich habe mir jetzt lauter gute Freunde eingeladen, Könige der Volksmusik. Und mit denen zu musizieren ist eine wahre Freude. Hören Sie nun Frühlings- und Wanderlieder, gesungen und gespielt von Uschi Bauer, Esther Egli, Hansel Grünauer, Hans und Ellen Kollmannsberger, den Kirmesmusikanten sowie der Kolbing-Kapelle aus Deidesheim. Viel Vergnügen!
im Wald. Lasset uns singen, tanzen und springen. Frühling, Frühling, wird es nun bald. Schöner Frühling, komm doch wieder. Lieber Frühling, komm doch bald. Bring uns Blumen, Laub und Lieder, schmücke wieder Feld und Wald. La 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 la. In die weite Welt, den will der Seine wunderbar.
Frühling, Rösterlens, lass jucken. Ah, herrlich. Ist der Frühling eine Jahreszeit? Ja, wunderbar. Das ist was. Es wird nur problematisch, wenn man dann eines Tages den Kleiderschrank aufmacht und holt die Klamotten raus und dann fängt es an, die Hose kneift unter den Achselhöhlen. Dann wird's kritisch. Ich krieg von zu Hause immer strenge Order. Ja. Ein Bier pro Tag, dann nimmst du auch ab, Junge. Was? Ein Bier? Du hast doch heute mindestens schon das dritte. Das ist richtig, ja. Aber das ist nicht das von heute. Das ist das vom 12. Dezember 1995. Oh. Ja, mir hat man ja Gymnastik verordnet zum Abnehmen. Dir? Mir. Jeden Morgen eine halbe Stunde auf und nieder, auf und nieder. Was? Auf. Du? Ja. Da lacht die Koralle. Aber Eisern. Okay. Und dann noch mehr eine halbe Stunde mit anderen Augendeckel. Auf und nieder, auf und nieder, auf und nieder. Auf und nieder. Auf und nieder. Also, wenn ihr mich macht, ich halte da mehr mit der chinesischen Diät. Auch schön. Oh. Wie geht das? Ich gehe in ein China-Restaurant, dort kann ich bestellen, was ich will und so viel ich will. Oh. Und das kannst du alles essen? Ja, mit einem Stäbchen. Das ist schon was im Frühling mit der Diät, was? Meine Frau hat ja auch große Probleme. Die war früher so dick, also die konnte nur eine Speisekarte angucken, schon hatte sie 6 Pfund mehr drauf. Oh. Die war so dick, die konnte eine Flurtür öffnen, ohne die Küche zu verlassen. Schlimm. Und jetzt hat sie aber echt in Diät gemacht, ganz streng. Die hat in der Zeitung nicht mal das Fettgedruckte gelesen. Und jetzt ist sie inzwischen so mager, wenn die bei uns zu Hause am Dorfteich sitzt, wird sie von den Enten gefüttert. Na. Wahnsinn! Lügenbaron! Aber eins sage ich euch, trotzdem sind unsere Frauen das schönere Geschlecht. Du sagst es. Das merkst du schon an die Lieder. Da gibt's doch viel mehr schönere Lieder über die Frauen als über die Männer. Ja. Zum Beispiel, schöne Maid. Eine Frau wird erst schön durch die Liebe. Was haben wir für Männerlieder? Siehst du das da, da kommt er schon. Der versoffene Schwiegersohn. Oder? Hallo! Weißt du eins? Dann haben wir noch, die Männer sind alle Verbrecher. Oh, Verbrecher. Und ein Männlein steht im Walde. Aber jetzt wisst ihr es. Ja. Jetzt kennst du aus, oder? Ja. Sag dir was, Hans, es gibt eben Unterschiede. Schaut zum Beispiel bei unserem Schorsch. Was ist mit mir? Steh einmal auf, Schorsch. Ja, steh einmal auf. Steh auf. Bitte. Schorsch, kennst du den Unterschied zwischen einem Schulkind und dir? Keine Ahnung. Ein Schulkind trägt den Ranzen hinten. Und du? Ja, hervorragend.
Denk dir nichts. Ein Mann muss nicht immer schön Nein, sein. Nein, nichts. Ja. Wenn man schön ist, dann hat man so seine Probleme. Keiner weiß das besser als ich. Kannst du ein Lied von singen, Karl? Ich bin letztens durch die Fußgängerzone gegangen, kam da eine Frau auf mich zu, hübsche Frau, schöne Kurven, und sagt, Herr Dall, kommen Sie mit nach Hause. Ich sage, ich kann doch nicht einfach mit Ihnen nach Hause gehen. Verstehen Sie, wir kennen uns doch kaum. Ich sage, kommen Sie mit, Sie kriegen auch 10 Mark. Naja, ich bin da mitgegangen, allein schon wegen der Kohle, nicht? Und weißt du, was da zu Hause passierte? Na? Sitzt ein kleines Mädchen am Tisch. Hm. Da zeigt die Mutter auf mich zu dem kleinen Mädchen und sagt, schau dir den Onkel an, so wirst du aussehen, wenn du deinen Spinat nicht isst. Ja, ja, das Aussehen, das Alter. Woran merkt man, meine lieben Freunde, wenn man in die Jahre kommt? Ich will es Ihnen verraten, wenn die Schlager, die man liebt, zu Evergreens geworden sind. Ist ja eigentlich seltsam, das Wort Evergreen. Da werden Schlager mit dem Alter, die werden grün und wir Menschen, wir werden eher grau. Ich sollte eigentlich schon längst graue Haare haben. Seit meiner letzten Show schließlich bin ich Opa geworden. Ein Glücklicher, wie man mir ansieht, ja? Ich hätte Ihnen ja gerne meinen Enkel mitgebracht. Aber der kleine Julius, sage ich Ihnen, der ist so niedlich, der hätte seinem eigenen Opa doch glatt die Show gestohlen. Und das wollte ich verhindern. Julius, das ist dein Applaus hier. In meiner letzten Show hatte ich einen sympathischen Kollegen, einen lieben Freund zu Gast, der sich wie kaum ein anderer in den letzten 20 Jahren um den deutschen Schlager verdient gemacht hat. Mr. Hitparade, Dieter Thomasik. Und den hätte ich heute gerne hier für meine nächste Ansage, die Präsentation der Superhits der 70er Jahre. Aber ich will es mal probieren, vielleicht kann ich es genauso wie er. Hier ist Ludwigshafen und hier ist sie, ihre ZDF Hitparade. Und dabei sind, na, das klappt ja wunderbar. Und dabei sind in alphabetischer Reihenfolge Roy Black, Bernd Klüber, Jürgen Drews, Andrea Jürgens, Nina und Mike, Chris Roberts, Eigen Schier und Tina York. Und den Anfang macht Tina York. Ihre Stadt Nummer 1 und ihr Titel, der für uns alle gilt. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Tina York. Stand ich am Straßenrand bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich den Daumen. Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen her und sie sagte, ich bedauere ihn sehr. Doch ich lachte und sprach, ich brauch keine weichen Daumen. Ein Mensch im Kornfeld, das ist immer frei, denn es ist Sommer. Und was ich schon erwarte, die Grillen singen. Und es gibt es noch heute, wenn ich träume. Oh, ein Mensch im Kornfeld, zwischen Blumen und
Ich ging im Zorn eins von dir fort, ganz ohne Kuss und Abschiedswort. Ich drehte mich nicht einmal um. Das Leben und die Welt, und plötzlich habe ich festgestellt, wie sehr mir deine Liebe fehlt. Oh Ma, ich fühle mich so allein. Oh Mami, oh Mami Blue, oh Mami Mami, wo bist du? Denn bei allem, was du machst,
magst. Ob du weißt oder ob du jagst, sind die Stunden, wenn jemand an dich denkt, da ein schönstes Geschenk. Weil sie nicht mit dem Schwanz wedeln können, sonst schießt.
wie blöd auf den Deil. Und mit schwarz-grünen Kugeln garnieren sie ihn reich. An der Nordsee ist er, am norddeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Nordsee ist er, am norddeutschen Strand. Ist da seine Stimmung, Freunde? Das war er, der Stimmungshit 85. Und das waren sie, die Superstars 85, zwei Interpreten, deren Namen man sich am leichtesten merken kann. Und es war vor allen Dingen ihr Applaus für Klaus und Klaus. Nein. Ja. Ich sag euch was, ich bin dieses Lied von der Nordseeküste her. Da muss ich immer an die zwei Dachdecker denken. Ja. Den Bayern und den Ostfriesen. Die haben sich oben am Dach nicht mehr halten können, sind runtergesaust, haben gerade noch die Dachrinne erwischt, sind dran gehängt. Dann hat der Bayer geschrien zu dem Ostfriesen, lass doch aus, wir sind zu schwer, das hält die Dachrinne nicht aus, sonst fallen wir beide runter. Dann hat der Ostfriese gesagt, glaubst du, ich bin blöd? Lass doch du aus. Dann hat der Bayer zu singen angefangen. An der Nordseeküste, dann hat der Ostfriese so gemacht. Ratatata, und ist runtergekommen. Nein, Kinder, nicht immer auf die Ostfriesen, du. Das ist für mich der herrlichste Humor. Die Ostfriesen haben sogar eine eigene Nationalflagge. Oh. Weißes Kreuz auf weißem Grund. Ja. Kinder, in Ostfriesland, habt ihr das jetzt gelesen in der Zeitung? Da ist einer im Autokino erfroren. Was? Ja, da wollte sich den Film ansehen, im Winter geschlossen. In Ostfriesland? Ja. In Aurich, in Ostfriesland, da haben zwei Ostfriesen vor der Waschmaschine gesessen. Sagt der eine, hat das Fußballspiel schon angefangen? Sagt er, nein, sie waschen noch die Trikots. Genug jetzt. Warum immer auf die Ostfriesen? Ich bin selbst einer. Warum nicht mal die Bayern? Komm. Ein Bayer war in Urlaub in einem Hotel. Konnte er sich leisten. Fängt gut an. Guckt in den Spiegel, sieht sich, findet sich so toll, packt den Spiegel ein und schickt ihn nach Hause zu seinen Eltern als Foto. Oh, was haben die Eltern dazu gesagt? Der Vater packt ihn aus, guckt rein und sagt, oh Gott, ist unser Junge alt geworden. Daraufhin guckt ihn seine Frau über die Schultern und sagt, kein Wunder, wenn er mit so einer hässlichen Frau zusammenlebt. Oh, da habe ich auch noch einen, du. Pass auf. Das ist einmalig. Weil die unsere Witze so gut gefallen, ja? Nee, Karl, nee, aber solange ihr trinkt, und wenn ihr trinkt, dann müsst ihr wenigstens für ein paar Minuten mal den Mund halten. Den Künstler, den ich jetzt ansagen darf, dem muss man in aller Ruhe zuhören. Ihm zuzuhören, das ist ein wahrer Kunstgenuss. Ein großartiger Sänger und eine tolle Stimme. Ludwig Baumann. Rose Marie.
junger Jäger an, trug ein grünes, grünes Kleid. Ja, grün ist die Heide, die Heide ist grün. Freut das Gemüt. Rosmarinheide ist lieblich und zart. Rosmarinheide ist eigene Art. Rosmarinheide ist Der Wind weht, ich zu Haus, da fahr ich die Straßen ja ein und ja aus. Auf der Straße ist alles voll Staub, da tragen die Bäume kein grasgrünes Laub. Von dem Staube, da werd ich nicht satt. Ich weiß, wo der Bauer die Wurst hängen hat. In dem Busche, in Gras und in Kraut, da leben wir lustig als Bräutigam und Braut. Und ein Mädchen, wie Milch und wie Blut, die fand ich an der Straße und die ist. In drei Birken auf der Heide, Valerie und Valera, an denen hab ich meine Freude, Jupp, Heidi, Heida. Die Lerche sang, die Sonne schien, da schliefen wir ein Muttergrün. Haben Sie es auch gesehen, meine lieben Freunde, in der Weihnachtszeit im ZDF, die zauberhafte Geschichte von Oliver Maas und seiner Zaubergeige? Ich kann das auch mit meiner Geige zaubern. Ich brauche nur die richtige Melodie zu spielen. Und schwuppidiwupp sind wir nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in Amerika. Passen Sie auf. Welcome, ladies and gentlemen, to the United States of America. It's Hillbill time with the Rios and their original Texas show and the West Forest County Boys. Here we go! Hey,
Toll. Toll. Es gehört schon, meine lieben Freunde, wie in meinen vorangegangenen zwei Shows, auch heute Abend zum guten Ton einen internationalen Opernstar zu präsentieren. Ich lege eigentlich keinen großen Wert auf Titel, aber so ein Ritter vom Hohen See, ein Chevalier de Haute See, wäre ich wahnsinnig gerne geworden. Umso mehr freue ich mich, Ihnen nun einen echten Ritter vom Hohen See ankündigen zu dürfen. Was heißt der Ritter? Es ist ein Baron, ein Graf, ein König des Hohen See, an dessen Hof ich mit Vergnügen den Hofmarschall spiele. Hochverehrtes Publikum, meine Damen und Herren, ein leuchtender Star am internationalen Opernhimmel, ein Künstler, der schon an allen großen Opernhäusern der Welt gesungen hat, Metropolitan Opera New York, die Pariser Oper, Mailänder Scala und. Eine Stimme, die auch Sie begeistern wird. Freuen Sie sich mit mir auf einen der größten Tenöre unserer Zeit. Freuen Sie sich auf Nicolai Guetta. Gerne hab ich die Traune gegrüßt, hab nie gefragt, ob es gestattet ist, dachte mir, gib sie dir, küss sie nur, dazu schwer. Ich liebe heiß, doch träume ich nicht sehr. Bin ein Mann, nicht viel dran. Liebchen sein, ich schau auf der wahrhafte Liebe Blut. Ich weiß, wie mir oft die Falschheit tut. Ich kenn die Worte, ich war nicht weit. Ich sah ihr Wenden und Enden mit Leid. Ich kenn die Liebe in Pur und Moll. Ich kenn sie sehr. Bravo, bravissimo, maestro. Wunderbar. Ja, Nicolai Guetta, wenn man so eine wunderschöne Stimme hat wie Sie, singt man dann eigentlich nur gerne die große klassische Oper oder macht man nicht auch gerne einen kleinen Abstecher in die leichte Muse? Aber klar, es ist beim Singen wie beim Essen. Aha. Manchmal hat man Lust auf eine große Mahlzeit mit
vielen Gängen. Das wäre die große Oper. Aber manchmal hat man Lust auf etwas Leichtes, Erfrischendes. Dann gibt's nichts Besseres als die Operette. Es kommt nur darauf an, dass es richtig serviert wird. Das ist richtig. Das ist richtig. So sehe ich das auch, meine Freunde. Liebe musikalischen Feinschmecker, hätten Sie Appetit auf einen köstlichen Happen aus der Welt der Operette? Ja. Darf ich bitten, Maestro? Ich bin der Chroniker, man sieht es gar nicht an, jedoch die Fakultät, die was davon versteht, schickt unanimitär mich immer hin und her. Als Prüfungskommissär, als Prüfungskommissär. Beim Prüfen bin ich Prüfer, der Schüttle keiner Schiller. Ich woher er lag, es ohne Ohren. Der Zernidach, das schreit, ich fand das Dreck, was ein. Klug benehmen, diplomatisch allem uns bequemen. Merken wir, dass man ihn protegiert, ja. Wird der Kandidat gleich approbiert, ja. Sollte er auch als Kamel sich zeigen, ja. Werden wir zu jeder Dummheit schweigen, ja. Wenn es gibt, wird schmiegsam sein. Das trägt was an, das trägt was ein. Herr Kollege, was meinen Sie? Nur ein Feder spricht, Opa, Sie und ich. Herr Kollege, was glauben Sie? Vor der Hand, Ordensband, Sie, das wäre charmant. Charmant. Herr Kollege, was meinen Sie? Nur ein Feder spricht, Opa, Sie und ich. Herr Kollege, was glauben Sie? Vor der Hand, Ordensband. Sie, das wäre charmant. Kollege. Ich bin der Prodekan, man sieht es gar nicht an. Jedoch die Fakultät, die was davon versteht, schickt unanimitär mich immer hin und her. Als Prüfungskommissär, als Prüfungskommissär. Beim Prüfen Ich bin der Prodekan, man sieht mir es gar nicht an. Ja. Aber man sieht uns an, liebe Freunde, dass es uns beiden Spaß gemacht hat. Ja. Haben Sie erkannt, aus welcher Operette dieses herrliche Duett war? Richtig, aus dem Vogelhändler von Karl Zeller. Ja, du, im Vogelhändler gibt es noch ein anderes Lied. Das würde besonders gut hierher passen. Es heißt Fröhlich pfalz Gott erhalt. Das ist aber ein Lied für eine Frau, Nikolai. Ja. Ja. Und drum habe ich die Frau mitgebracht, die das Lied singen kann wie keine andere. Mit dem Kurpfalzchor Kammersängerin Erika Köth. Bravo. Fröhlich
wir bedanken uns herzlich. Also ich bin eine ganz echte angeheiratete Pfälzerin und das seit 35 Jahren. Natürlich hat mich mein Mann in seine heißgeliebte Pfalz heimgeholt, und zwar nach Neustadt an der Weinstraße. Aha, wunderbar. Wir wohnen im Ortsteil Königsbach und dort hat man sogar eine Straße nach mir benannt. Also letzt habe ich zwei vor unserem Haus beobachtet, die haben da die Gas gekehrt. Sagt der eine, wollen wir jetzt nicht endlich eine Frühstückspause machen? Meint der andere, in 5 Minuten, ich mache nur noch schnell jetzt die Erika Kate fertig. Das waren bestimmt zwei Echte. Und die würden bestimmt voll stolz sagen, wir sind von der Pfalz. Und das sagen Ihnen nun gemeinsam mit mir musikalisch die Original-Rheinland-Pfalz-Musikanten, der Dings und der Dingsbums. Die Pfälzer Weinkehlchen und natürlich Toni Marschall. Does not get reset out of that timeout, so 14 seconds.